Ja, macht es immer Sinn, direkt zu polieren mit Schwamm bzw. Fell? Oder mache ich mir eventuell das Leben einfacher, indem ich vorher mit einem entsprechenden Schleifmedium drangehe? Dafür haben wir heute einen Gast, den... Ich bin der Tim, hallo. Von der Firma Flex, und da werden wir das Ganze heute mal durchgehen. Und wir haben ein Gerät, das haben wir noch nicht im Programm, die Ohre 150 mm, Exzenterschleifer und die PXE. Und wenn dich das interessiert, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen bei Chemical Shark. Ja, Tim, schön, dass du da bist. Stell dich vielleicht kurz vor. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin einmal der Tim, bin bei Flex angestellt als Key Account Manager im Vertrieb. Bin ursprünglich gelernter Lackierer und werde euch heute die Ohre näher bringen. Genau, die Ohre gibt es in 125 mm, 150 mm. Stützteller? Genau, einmal im Durchmesser 150, 125. Wir haben da noch zwei verschiedene Schleifhübe, einmal der 3 mm oder der 5 mm, worauf ich später noch genauer drauf eingehen werde. Genau, die PXE kennt ihr schon, die haben wir heute auch am Start, sowohl zum Aufpolieren als auch zum Schleifen, weil mit der kann man ja auch super schleifen, kleinere Stellen, Spot Repair. Genau, mit der könnt ihr im Endeffekt Kratzer rausschleifen und danach auch die Kratzer gleich polieren. Genau. Also, dann haben wir noch hier die XFE 15. Vielleicht kannst du da zwei, drei Worte zu sagen. Ja, hier haben wir jetzt einmal einen Extender-Polierer. Wir werden den Extender-Polierer später auf der Motorhaube drüben benutzen, um die Hologramme dementsprechend zu entfernen. Genau. So, und dann haben wir noch da als Akkumaschine, gibt es auch bei uns die... Gerade der PE 150, hier haben wir eine reine rotative Maschine, um gerade die geschliffene Fläche dann schnellstmöglichst auf Hochglanz zu bringen. Genau. So, dann haben wir die Polituren von euch da, die P0306 und die P0505. Ja. Eigentlich ganz einfach, einmal eine grobe und eine feine Politur. Genau. Die grobe nehmen wir später auf dem rotativen auf Polierer und die feine dann zum Extender polieren. Genau, dann haben wir Schleifmedien von Kovax. Schleifmedien von Kovax mit Interface-Pad in Körnung 3000, weil wir wollen ja nur einen minimalen Lackabtrag erzielen. Ne? Wir wollen ja nur schnell korrigieren und dann wieder hochpolieren. Und das Gleiche dann nochmal für den 150 mm Teller ebenfalls von Kovax. Ich muss jetzt dazu sagen, für die, die vielleicht bei uns hin und wieder was kaufen, die hier haben wir im Programm, die könnt ihr einzeln kaufen bei uns. Und die 150er, ja, seht ihr unten in der Beschreibung, dann werden wir wahrscheinlich auch ins Programm reinnehmen. So, dann haben wir, eine Sache habe ich jetzt noch vergessen, was wir sonst noch haben. Komme ich aber jetzt nicht drauf. Schneiden wir raus. Nee, Quatsch. So, jetzt habe ich es. So, ups. So, was wir auch zum Einsatz bringen, heute im Set brauchen wir es nicht, das NextDiag-Gerät, mit dem wir vorher messen, damit ihr einen Anhaltspunkt habt, wie viel Lack nehmt ihr denn eigentlich runter mit der Ohre oder mit der PXE. Tim, wie bist du da drauf gekommen, heute das Thema Schleifen hier uns näher zu bringen, weil damit machen wir relativ wenig. Erklär kurz den Hintergrund von deiner Idee. Ja, sehr gute Frage, Stefan. Seit ich jetzt im Oktober bei Flex angefangen habe, habe ich auch festgestellt, dass sich viele Aufbereiter oder Detailer, also unsere Hauptzielgruppe, tatsächlich nicht wirklich traut, hier einen Kratzer zum Schleifen. Ja. Und ich als Lackierer sage im Allgemeinen, ich schleife immer das, was ich schleifen kann, weil ich mir einfach Zeit sparen möchte und auch wirklich jeden Kratzer von der Oberfläche entfernen möchte. Daher werden wir euch auch noch mal zeigen, wie viel oder wie wenig Klarlack dadurch wirklich abgetragen wird, um euch hier ein bisschen die Hemmschwelle zu nehmen. Ganz genau. So, dann gehen wir an die Lackplatte, messen die vorher noch mal durch mit dem NextDiag, NextPTG Professional, damit ihr mal einen Eindruck habt, auch wie viel ihr da runterholt. So, wir haben jetzt hier unsere Haube. Und vielleicht kurzer Hintergrund davon, die Haube, die haben wir verwendet normalerweise für Tests von Keramikversiegelungen. Aber wir haben hier oben auch entsprechende Kratzer. Und zu den Kratzern sagst du jetzt was, Tim. Ja, genau. Also ich habe euch hier mal Kratzer künstlich dargestellt. Die spüre ich hier tatsächlich mit dem Fingernagel.
Und gerade dann wird es natürlich sehr schwierig, diese mit einem Polierer zu entfernen. Das dauert zum einen sehr lang. Und ich zeige euch einfach mal, wie schnell man die Sachen, die Kratzer wegbekommt mit einem Schleifpapier. Genau, mit dem Schleifpapier und dann mit der Ohre bzw. mit der PXE. So, jetzt seht ihr die Kratzer noch mal ein bisschen besser. Und ja, Tuch können wir weg, brauchen wir nicht mehr. Zoom ist eingestellt. Von daher passt das. So, wir messen jetzt noch mal mit dem NexDiag Messgerät und hier im iPhone, damit ihr einfach mal so ein bisschen Eindruck habt. Ich bleibe jetzt hier jeweils ungefähr 1 cm weg und gehe jetzt auf den Außenrand. 122, 123, dann bleiben wir 2 cm weg, 131 und 128. Und in der Mitte, neben den Kratzern, haben wir 123. So, das heißt, wir haben jetzt hier einen, ja, kann man sehen, einen Schnitt von 122. Ne? Also jeweils 121 und 23. Überraschend, ja, einfach zu messen, sag ich jetzt mal. Ne? Keine großen Unterschiede drin. Genau. Okay, und dann messen wir auch danach. Also davor haben wir 122 gemessen und ja, jetzt let's go. Jetzt werden wir den Kratzer mit der PXE bearbeiten. Wie ihr alle wisst, kommt die PXE mit zwei verschiedenen Exzenteradapter. Wir haben hier zum einen den 12 mm Adapter, den ich nur zum Polieren verwenden kann. Und hier drüben haben wir wiederum den 3 mm Adapter, der sich hervorragend eignet, hier mit dem 75er Durchmesser Schleifpapier zum Arbeiten. Passt? So, dann nehme ich dir den weg, genau. Ja. Jo, dann let's go. Gibt es beim Schleifen irgendwas zu beachten, kannst du direkt sagen? Wenig Drehzahl. Also beim Schleifen gilt hier immer, mit wenig Drehzahl zu arbeiten, damit das Schleifpapier so lang wie möglich hält. Einmal einschalten, die Drehzahl runternehmen und ich werde mich jetzt hier auf den großen Kratzer konzentrieren. Jetzt haben wir die Stelle einmal geschliffen, wir nehmen ein Tuch, reinigen die Fläche ordentlich ab und wie ihr seht, haben wir jetzt hier eine schöne matte Oberfläche, der Kratzer ist mittlerweile weg. Jetzt haben wir hier natürlich noch eine größere Fläche, da würde ich euch den Ohre mal ganz gern zeigen, ja, um große Flächen zu bearbeiten. Also ich erkläre euch jetzt nochmal den Ohre. Wie gesagt, wir haben hier einmal den 3 mm Hub oder auch den 5 mm Hub. Der Unterschied besteht immer im Abtrag. Um euch das mal bildlich hier darzustellen, habe ich euch hier verschiedene Punkte auf dem Schleifpapier markiert. Lasst die Maschine jetzt mal, ich schalte die Maschine mal ein. Und da seht ihr jetzt ganz deutlich die 3 mm Kreisel. Beim 5 mm wären die Kreise eben 5 mm groß. Und der Unterschied besteht in dem Abtrag. Wir haben jetzt hier einen Klarlack, wollen den natürlich nicht ganz abtragen, wir wollen den erhalten. Nehmen daher den 3 mm Hub, weil der 5 mm Hub einfach doppelt so viel Klarlack abtragen würde. So, den Ohre habe ich euch gerade schon mal erklärt. Den würde ich jetzt auch einfach mal einschalten. Dann ohne Druck die Oberfläche schleifen. Super. Jo, wunderbar. Passt? Gut. Jetzt haben wir die Fläche hier ordentlich geschliffen, ordentlich abgestaubt. Als nächstes möchte ich natürlich sehr schnell zum Glanz zurückkommen. Wähle daher eine rotative Maschine, in dem Fall die PE150 mit unserem harten Schwamm und in Kombination mit der P0505 unsere aggressive Politur, um solche matte Oberflächen schnellstmöglichst zu bearbeiten. Also beim Polieren natürlich immer weniger mehr ist mehr.
ich habe jetzt hier noch ein relativ neues Pad und tue die Politur tatsächlich hier ein bisschen in den Schwamm einarbeiten, damit er gleichmäßig gesättigt ist. Drehzahl bitte gering. Hier mal diese Fläche hier an mit der GoPro, ne? Aufgrund von dem rotativen Cutting-Vorgang, sage ich jetzt mal, haben wir so ein paar Hologramme drin, aber ansonsten sieht es ganz gut aus. Und wo es drauf ankommt, hier in der Mitte, wo die Kratzer waren, da haben wir die doch sehr, sehr schnell rausgezogen, ne? Also das heißt, mit dem Schleifen und danach rotativ hinterher sieht sehr, sehr gut aus. Oder was sagst du, Tim? Ja, hat wirklich schnell funktioniert. Ich habe keinen Kratzer mehr. Wir haben die ja tatsächlich mit dem Fingernagel vorher gespürt. Hier oben am Klebeband, Stefan wird es euch hier noch zeigen, hatte ich eine Stelle euch mal übrig lassen, wo man noch ganz deutlich die Schleifspuren von der Maschine sieht. In dem Bereich lässt sich natürlich schwierig polieren am Klebeband, aber ganz gut mal zum Darstellen, wie es nicht aussehen sollte. Also an der Stelle müssten wir noch mal polieren. In der Stelle hier in der Mitte, wo es drauf ankommt, haben jetzt nur noch die kleinen Hologramme, die wir gleich mit dem Extender voll rausholen. Genau. Gut, dann gehen wir zur nächsten Maschine, zur... Ja, ich zeige euch jetzt einmal die XFE 715, unsere freilaufende Extender-Poliermaschine, wo es sich hervorragend dazu eignet, hier die Hologramme zum Entfernen in Kombination mit unserer P0306, die feine Politur, um Hologramme zu entfernen. Das Ganze abwischen hier, was wir jetzt hier für ein Ergebnis haben. So, halt du mal die GoPro. Mhm. Ja, also jetzt nochmal, wir haben jetzt die Fläche hier soweit abgewischt, wie ihr jetzt hier in der Mitte und überall anders sehen könnt, das sind jetzt wirklich keinerlei Hologramme übrig. Wir haben einen sehr, sehr tollen Glanz und ich hoffe, dass es euch dabei geholfen hat. 120, 123, 131, 121, 120. Gut, wenn wir jetzt mal den Extrempunkt rausnehmen, haben wir ungefähr 2 μ verloren. Maximal, ja? Genau. Also 2 μ verloren und wir haben super schnell das Ganze korrigiert. Und wir haben ja relativ viel poliert. Wir haben erst geschliffen und dann trotzdem nochmal in 2 Gängen poliert, finde ich, mit der Extender und das Cutting mit der Rotation. Genau. Und ja, verwendet haben wir das Kovax Körnung 3000. Zum Thema Schleifen. Fass doch noch mal kurz zusammen, was wir heute gemacht haben, Tim. Ja, gern. Also als allererstes hatten wir hier den PXE benutzt mit dem 3 mm Extender-Adapter in Kombination mit dem Kovax Schleifpapier in der Körnung 3000 auf so einem weichen
Interface-Pad. Ich würde euch hier auf keinen Fall ein gröberes Papier empfehlen, weil wir wollen ja den Klarlack erhalten und wollten rein den Kratzer entfernen. Für die großen Flächen hatten wir den Ore 150 verwendet mit dem 3 mm Schleifhub, weil der 5 mm natürlich zu viel Abtrag hätte und der Klarlack dadurch eventuell beschädigt worden wäre. Um die matte Oberfläche schnellstmöglichst auf Hochglanz zu bekommen, hatten wir den PE 150 benutzt, unser rotativer Polierer, und haben die Sache dann später abgerundet mit der XFE, um die Hologramme gerade auf so einer dunklen Oberfläche zu entfernen. Ganz genau. Und für die, die vielleicht bei uns Kunden sind oder vielleicht sogar schon die PXE haben, die haben Glück, weil sie haben im Grunde genommen alles das, was sie jetzt brauchen für das Kleine. Also für die kleinen Stellen haben sie alles parat. Wir haben diese Interface-Pads von Kovacs und auch die Schleifmedien bei uns im Shop. Anders sieht es aus bei der Ohre. Da könnt ihr einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben, welche würde euch mehr interessieren, die 125er oder die 150er. Das kann auch sein, seht ihr aber auch unten in der Beschreibung von dem Video, dass sie schon bei uns auf Lager ist. Und dann könnt ihr direkt loslegen und mit der Ohre dann auch so arbeiten, mal in Angriff nehmen müssen. Gleich dazu sagen, das Ganze ist was für Profis, also das heißt, für einen Anfänger ist das nichts, so den Lack zu bearbeiten, aber ein Profi, der jetzt einen Lack hat, der zum Beispiel, oder ein Auto hat, der zum Beispiel Leasing-Rückläufer ist oder hat sehr, sehr viele Lackdefekte drin, der ist somit halt schneller, hat, wie wir es jetzt hier demonstriert haben, bei der Testhaube einen Abtrag von 2 Mikron, also 2/1000 Millimeter, 2 μ. Und ja, damit kann er halt sehr, sehr schnell so, da kann man sehr, sehr schnell so einen Lackdefekt beheben. Haben wir noch was? Nein, ich hoffe, ihr habt was dabei mitnehmen können und traut euch in Zukunft vielleicht einfach ran, wirklich alle Kratzer zu entfernen. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es einfach unten nochmal in die Kommentbox rein. Dankeschön. Genau, das soll es gewesen sein für heute. Schön, dass ihr dabei wart mit dem Tim von Flex und dem Stefan von Chemical Shark. In diesem Sinne, ciao, bis bald. Ciao.